Vorsichtig. Vorsichtig. Ah, vorsichtig. So, jetzt würde ich gerne mal einfach diesen Bossgegner machen. Ist das möglich? Wo geht's denn da unten jetzt noch hin? Das ist ja extrem weit im Süden. Was ist denn so weit im Süden? Ah, Ägypten. Warte, hier ist ein Bosskampf für 15 Sterne. Es gibt oben einen für 10 Sterne. Den möchte ich gerne zuerst machen. Oh, warte, da ist ein Bosskampf für 5 Sterne. Dann müssen wir da zuerst hin. Wer wagt es, sich mir in den Weg zu stellen? Oh, der Garten Eden. Ist doch passend, dass ich gerade die Schlange mehr oder weniger geholt habe. Oh nein. Adam und Eva ist erschienen. Ich werfe einen Reichsapfel. Du bist hübsch. Atlas hat Teufelsschlange gewählt. Adam und Eva benutzen abnehmbare... Why would you do this? Abnehmbare Rippe ist overpowered. Ja, nehmen den verbotenen Apfel. Adam und Eva werden vom Heiligen Donner getroffen. Yay! Tja, dann müssen wir doch kein Level mehr spielen. Ich meine, versteht ihr jetzt, warum ich Angst vor hohen Gebüsch habe? Weil einen random Nudisten angreifen, das ist nicht lustig. Die sind wirklich hässlich. Ohne Übertreibung. Diese beiden Figuren sind ziemlich hässlich gezeichnet. Der Reichsapfel bringt mir mehr Geld, wenn ich Sachen kaputt mache. Aber er hat eben dieses Kreuz oben, das ist ziemlich anstrengend zum Rollen. Nehmen wir den Smiley. Bin bereit. Der Garten Eden. Ein himmlischer Haufen von fliegenden Steinen und Säulen. Also ich habe mir das anders vorgestellt. Das schaut eher aus wie die Bohnenranke mit diesen Wurzeln da unten. Was ist denn das für Musik hier? Erkenne ich die? Bis jetzt noch nicht. Das schaut gefährlich aus. Oh, das ist... Ah, sag jetzt nichts Falsches. Frühlingsstimmenwalzer, oder? Es ist der Ich hoffe. Liegt mir jetzt zumindest gerade mal auf der Zunge. Auf jeden Fall kenne ich es. Das sollte ich wissen. Ich bin eingebildet. Fast sowas wie ein Spezialist auf diesem Gebiet. Ich interessiere mich sehr für klassische Musik. Beziehungsweise, ich mag sie. Ich interessiere mich nicht dafür. Ich mag sie einfach. Ich genieße sie. Nein, es ist nicht der Frühlingsstimmenwalzer, oder? Verdammt, bin ich jetzt unsicher. Und ich flieg runter. Ich schau das jetzt schnell nach, ich will das wissen. Frühlingsstimmenwalzer. Wie komme ich auf Frühlingsstimmen? Ist es nicht. Nein! Der Frühlingsstimmenwalzer. Man könnte meinen, ich rede über das Spiel. Nein. Der Frühlingsstimmenwalzer ist viel fröhlicher. Das ist was anderes. Ich kenn's. Ich hab's aus MP3 am Computer, aber ich weiß den Namen nicht. Ich bin schlecht mit den Namen, aber ich bin gut mit Nachsingen. So, ich sollte aufpassen, wo ich hier hinfahre. Ach Gott, ich mag die Map nicht. Zu viel zum Springen! Das ist wunderbare Walzer des Verlierens, weil ich da nicht rüberkomme. Nein, ihr baut hier keine Mauer! Sie haben mit der Mauer ihr Sprungbrett getan. Sie sind rosa. Und sie haben eine Schlange als Wappen. Das macht mich so aggressiv. Wie können sie Schlange mit rosa kombinieren? Ist doch ekelhaft. Wir müssen uns hier was ganz, ganz Fieses ausdenken. Womit würden Adam und Eva nicht rechnen? Ich weiß ganz genau. Mit einem Wal. Den gab es nicht im Garten Eden. Okay, der Wal saugt sie auf und schleudert sie zurück. Das ist schon mal gut. Als nächstes müssen wir hier ihnen den Aufprall versauen, damit sie da nicht so gut rüberspringen können. Und wir... Ach Gott, ich habe doch keine Ahnung. Ich tue doch nur so, als ob ich eine Strategie hätte. Oh Gott, sie rollen schon. Nu! Es ist voll unfair, es ist 2 gegen 1. Mimimi. Nur weil sie ein Pärchen sind, goddammit. Die cheaten doch. Alle hops. Ich kann nicht anders, als die Melodie irgendwie wiederzugeben. Das war nicht mal die Melodie.
Hört auf mich zu schießen. Ah, das ist knapp. 80% dieses Videos ist nur, wie ich die blöde Musik nachsinge. Nun, das war einfach nur deprimierend. Sie haben einen Engelsfelsblock. Damit können Sie einen Doppelsprung machen. Wie jeder weiß, man braucht erst einen Heiligenschein, damit man einen Doppelsprung machen kann. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ich kann mich erinnern, dass wir auf der Map auch im Multiplayer Schwierigkeiten hatten, Felix und ich. Da waren es dann eigentlich 4 gegen 2. Weil wenn man im Multiplayer ist, so 2 gegen 2, sind Adam und Eva auch doppelt da. Sah ziemlich dämlich aus. Wir brauchen einen Masterplan. Ich brauche einen Masterplan, denn ihr helft mir nicht. Ihr sitzt nur da und habt Spaß daran, mir zuzusehen, wie ich gegen Figuren aus der Bibel verliere. Wir brauchen mehr Himmelsbullen. Eindeutig. Es steht so schlecht, weil ich noch nicht genügend Himmelsbullen verwendet habe. Das ist die ganze Wahrheit. Willst du Gottes Zorn spüren? Oh, du bist zu schnell für Gottes Zorn. Los. Go. Sie haben 2 verschiedene Kugeln, merke ich gerade. Jetzt haben sie nicht die Engelskugel. Das heißt, ich denke, ich darf mittlerweile schon alle Slots benutzen, weil die KI macht sowieso, was sie will. Es ist so ungerecht. Mehr Rechte für Spieler. Wenn Spieler Vorteile haben, ist es immer recht cheaten. Wenn die KI Vorteile hat, dann ist es, keine Ahnung, Balancing. Dann nennt man es wohl Schwierigkeit. Hm. Vorsichtig. Vielleicht schaffen wir das noch. Ah, so knapp. Die Musik wird schneller. Wo sind sie? Hier sind sie. Vernichte sie, mach sie kaputt, zerstöre ihren lächerlichen, erbärmlichen, unwürdigen Felsblock, der kein Block ist. Jawohl! Er ist gestorben, aber sein Opfer wird nicht vergessen werden. All diese himmlische Umgebung, das ist... Davon kriege ich noch einen Ausschlag. Zum letzten Mal über die himmlischen Wolken von Garten Eden im Himmel. Warum ist es im Himmel? Garten Eden war nicht im Himmel. Das war das Paradies. Das war die wunderschöne Erde ohne Schwierigkeiten. Nur Population 2 muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Kabusch! Für jemanden, der die Bibel und nahezu alle Religionen auf diesem Planeten nicht gerade mag, kenne ich mich überraschend gut damit aus. Für euch ist das Paradies zu Ende. Die Schlange hat euch gebissen. Kann ich sie eigentlich einzeln zerdrücken? Sehen sie als 2 Figuren? Oh, nein, schade. Nein, ich wollte den Sessel kaputt machen. Ich schätze, es heißt wirklich in guten sowie in schlechten Zeiten. Gut, ich meine, das war das Schlimmste, was mir passieren kann. Was Schwierigeres gibt es sicher nicht. Ein Endbosskampf für 5 Sterne! In Paris! Paris! Ist das der Denker? Es ist der Denker. Der Geist dieses Zeitalters hat eine physische Form angenommen. Genau wie im ersten Teil. Der Denker. Ja, das, ist das, das Hirn ist wahrscheinlich der Schwachpunkt. Das schaut cool aus. Er denkt über eine Kanone nach. Ja, das ist Paris. Ah, ich fall vom Himmel. Na logisch, ich komme aus dem Garten Eden. Ah, die Musik. Das ist Dance of the Nights. Sehr schön. Okay, was muss ich ja tun? Macht er seinen Kopf auf und dann springe ich dagegen? Oder... Ist die Kanone für mich oder gegen mich? Wahrscheinlich gegen mich. Hallo, Cannon. Bye, Cannon. Ist das wirklich Paris? Mal sehen. Gibt's hier einen Eiffelturm? Wenn ich keinen Eiffelturm sehe, ist es nur ein Fake. Er macht sein Hirn auf, wenn er die schönen Tänzerinnen sieht. Das ist interessant. Geht sich das noch aus? Nein, natürlich nicht. Dammit. Warte, bis ich dir das Hirn wegpusten kann. Dammit.
Oh Gott! Sie schießen von allen Seiten! Ich habe meine Engelsflügel verloren. Und dann lassen sie wieder. Jetzt aber. Das tut sicher weh. Wait. Spawnt er Kanonen mit seinem Hirn? Das ist ein Sturkopf. Aha. Oh Gott. Über den Dächern Paris. Das ist eine nette Skybox. Fokus. Oh, jetzt denkt er an Katapulte. Jetzt. Oh nein, er denkt an Luftschiffe. Wortwörtlich. Schlechte Idee. Habe ich probiert. Funktioniert nicht. Alle hopp. Die Unreal Engine, meine Damen und Herren. Zerstörungsphysik ohne Ende. Und wieder. 70% davon finde ich toll, allein wegen der Musik.